Was geht, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien. Ich muss gerade im Voraus sagen, mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen bei der Aufnahme von dem nächsten Part von Alien Isolation. Und zwar, ich bin heute beim Kollegen zu Hause, habe mich halt hier ein bisschen eingenistet und habe natürlich mein ganzes Equipment mitgenommen und alles. Und mir ist leider erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich nicht das Audiogerät beim Aufnahmeprogramm vom Mikrofon hier aufgenommen habe, sondern von der Webcam. Das heißt, die Soundqualität ist echt, sagen wir mal, unterirdisch. Also man versteht schon was, aber es ist natürlich schon scheiße. Also für meine Verhältnisse, ich bin unzufrieden damit. Und ich hätte auch auf jeden Fall den Part nochmal neu gemacht, wenn nicht sowas mega, mega Lustiges passiert wäre während dem Part. Deswegen habe ich das jetzt auch gelassen. Ich will mich einfach im Vorhinein schon mal entschuldigen. Es tut mir leid, dass für den Part die Soundqualität so scheiße ist. Ich habe das jetzt inzwischen wieder umgestellt und ab dem nächsten Part wird wieder gut sein. Aber ich tue mich jetzt nochmal gerade ransetzen und wirklich probieren, da das Beste aus der Audioqualität rauszuholen. Und das ist einfach das, was ich sagen wollte. Und jetzt sonst viel Spaß mit dem Part, euer Nier. Was geht, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Heute mal mit komplett anderer Isolation, wollte ich gerade sagen. nein, mit komplett anderer Location. Ich bin bei einem guten Kollegen über die 2 Tage, wo ich frei habe, zu Hause und habe es mir hier ein bisschen gemütlich gemacht. Er durfte in die Waschkammer durfte er sich verziehen, damit ich hier meinen Platz habe. Und den seine Nachbarn werden sich sicher freuen, wenn ich jetzt dann gleich hier wieder rumschreie wie ein Mädchen. Wenn das Alien denn auftauchen sollte. Es tut mir leid, dass gestern kein Part rauskam, aber es ist echt unglaublich viel bei mir auf der Arbeit abgegangen und ich war so kaputt gestern Abend, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe, einen Part aufzunehmen. Aber das werden wir genau jetzt nachholen. So, wir hatten die Schlüsselkarte, genau, und den Revolver. Ich glaube, wir sind ein paar Sekunden vorher, als wir das letzte Mal abgespeichert haben, aber ich glaube, genau hier war das eigentlich gewesen. Lasst mal schnell gucken. Durchsuchen Sie den Tresor nach einer. Ah ne, die Datenzelle müssen wir immer noch finden. Die befindet sich dann irgendwo hier. Der letzte Part. Da klopft einer an die Tür, okay. Ah, dafür können wir jetzt die Schlüsselkarte benutzen. Keine Feinde, oder? Nee, ist alles gut. Wir brauchen immer noch die Datenzelle. Was haben wir hier? Ein Ausweis? Wofür sind eigentlich die Ausweise? Kann ich eigentlich irgendwie das Inventar öffnen? Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur, meine Freunde. So, also, nee, kann ich nicht. Also es geht sicher irgendwie, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Oh Scheiße, was ist das denn? Oh nee, nicht euer Ernst, oder? Aber was haben wir hier? Ein Sensor, Ethanol und Bindemittel. Da können wir sicher wieder ein Medikit draus basteln. Was haben wir hier? Schrott. Was haben wir hier? Leer. Scheiße, da hinten liegt einer tot am Boden. Okay. Da kommen wir nicht rein. Der. Oh Gott. Scheiße. Was war das? Der hat 3 Löcher im Bauch und 1 im Kopf. Und dem sein Blick sagt, bitte sag meinen Kindern, dass ich sie liebe. Scheiße. Gibt's hier sonst noch was zu holen? Nicht wirklich, oder? Ah, hier haben wir noch was. Bauplan eingesammelt. Öffnen Sie das Menü-Pad. Glaube ich, stand da. Ein Bauplan gefunden, meine Idee. Verdammt. Aber das ist doch hier, wo wir die. Ja. Durchsuchen Sie den Testbund nach einer neuen Datenzelle. Hier irgendwo müssen wir die Datenzelle finden. Wenn die mal nicht da in dem Raum drin ist. Jetzt haben wir hier einen Drucker. Ah, hier geht's ja auch noch rein. Oh Gott, der Flugschreiber. Wo
Was? Was? Keine Daten. Wir kommen nicht mehr raus. Wir sind hier eingesperrt. Nein! Scheiße! Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Wir müssen die Datenzelle finden, oder? Nein, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mann, drück! Schneller. Ist hier was? Nee, das ist nur ein Tresor. Hier? Ist hier was? Nein. Halt, was ist das hier? Eine Datenzelle. Yes, wir haben sie gefunden. Okay, okay, okay. Ganz ruhig bleiben jetzt. Sicherheitszugangsgenerator. Hacken Sie den Aufzug des Ziegens und Communications. Okay, wir müssen aus dem Raum jetzt raus. Kommen wir da einfach raus? Ja. Was? Mit Maus? Okay, das mache ich richtig. Jetzt müssen wir hier drauf bleiben. Ah, ich muss den Code eingeben. Ah, jetzt verstehe ich's. So. Ich dachte, ich muss warten. Und so. Zugang verweigert. Hä? Nochmal. Mit der Maus auf dem Codesystem zugreifen. So. Was mache ich denn falsch? Ah, warte, ich kann auch noch hier... Ah, jetzt verstehe ich. Ah, ich muss... Was muss ich... Ich muss... Was muss ich hier finden? Das, was passt, oder was? Ja, das hier. Inkorrekter Code. Das hier? Das hier? Nein! Was mache ich denn falsch? Mal schauen, ob das klappt. Und den angegebenen Code einzugeben. Okay, okay. So. Ah, das, was nicht da wahrscheinlich vorhanden ist, oder? Kann das sein? Was? Wir haben das hier. Wir haben... Mann, was muss ich denn machen? Wir haben das hier und wir haben das hier. Also das hier. Nein, auch nicht. Leute, ich stelle mich gerade richtig blöd an. Was geht denn hier ab? Das hier. Muss ich das erste oder das zweite? Was muss ich denn eingeben? Mann, die sagen einfach, mit der Maus auf das Codesystem zugreifen und Taste bewegen und E nutzen, um den angegebenen Code einzugeben. Ja, dann von mir aus das hier. Ah, ich weiß, was wir machen müssen. Oh Mann. Tut mir leid, Leute. Also, wir müssen das erste. Guck hier, das hier. Tut mir leid, bin einfach jetzt gerade nicht drauf gekommen. Und das hier. Jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Ja, hätte es noch gefühlt, dass von hinten jetzt das Alien kommt und uns den Arsch aufreißt. Gut, also, wir haben die Datenzelle. Und jetzt müssen wir die Tür vom Aufzug hacken, die wir ganz am Anfang gefunden haben. Okay, das wisst ihr ja. Ich rede ja mit irgendwelchen Kleinkindern hier. Warte, wo müssen wir lang? Hier, oder? Nee. Wir sind von hier gekommen. Das kann nicht wahr sein. Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Wo? Sag mal her, zeigen Sie mir das auf der Karte? Hacken Sie den Aufzug, deaktivieren Sie... Okay. Warte, vielleicht kommen wir mit der Karte hier rein. Genau. Lernen wir das Hacken ein bisschen. Okay, also als erstes haben wir das hier. Das hier. Und das hier. Perfekt. Ich schaue mich, ob wir später bei anderen Türen ein bisschen auch weniger Zeit haben, damit das noch ein bisschen
Kniffliger wird, auf das Terminal zu greifen. Nach oben, nach unten hervorheben, auswählen, Bild nach oben, Bild nach unten blättern. Mit Q kommen wir zurück, freigeben. Ne, hier können wir glaube ich nicht groß was machen, ne? Ne, das war jetzt gerade nicht, ich will das, tut mir leid, zurück, so. Ich will ja das, die Tür will ich ja deaktivieren. Da haben wir noch was durchsuchen. Hier gibt's nichts zu holen. Hier haben wir noch was. Bindemittel. Ich sollte mir auch übrigens mal ganz schnell ein Medikit basteln. Warte, ging das? Oh, da geht der Revolver ab. Von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Also, gehen wir hier hinter. Okay. Und A. Wir machen das sehr gut, Leute. Wir kommen vorwärts. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich bin im Kreis gelaufen. Ah, ich muss da hinten. Ah. Hier irgendwo. Das ist es nicht. Aber wenn ich hier gucke, hacken Sie den Aufzug. Ah, das ist der Aufzug. Hier irgendwo muss ich den Alarm deaktivieren können. Hier war das auch nicht. Gab es hier noch irgendwas? Nee. Nochmal nachschauen. Das ist aber hier im ganzen Gebiet. Was war das hier? Gehen Sie, hacken Sie den Aufzug, deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Muss ich das doch an dem Computer machen? Kann das sein? Die Sicherheitsabriegelung deaktivieren? Ich glaube es nicht, oder? Da kann man ja freigeben an Funktionen. Da kann ich nichts machen. Zurück? Nee, anmelden, abmelden. Nochmal dran. Muss ich hier was an den Computer machen? Nee, da kann ich das mir nur durchlesen, was hier steht. Das will ich jetzt aber nicht machen. Das muss doch hier sein, oder? Klar, ich könnte jetzt auch in diese Lüftungsrohre reinkrabbeln. Soll ich mal gucken, wo wir da hinkommen? Komm, ich schau mal nach. Nee. Es hätte natürlich sein können, dass ich das jetzt hier auch irgendwo deaktivieren kann. Da komme ich wieder raus. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Nicht schlecht. Aber das nee, wir befinden uns fast gar nicht mehr in dem Auftragsgebiet. Hier? Mann, wo ist denn das? Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Wir sind auf jeden Fall richtig. Ah, wir können auf jeden Fall mal speichern, das ist sicher gut. Jawohl, wir wollen den Spielstand speichern. Hier geht das aber nicht, oder? Nee. Gar nicht. Das muss hier irgendwo sein. Kann
kannst mir sagen, was du willst. Das ist, da können wir dann von der anderen Seite hoch. Wir tun jetzt systematisch nochmal den Raum überprüfen. Oh. Das ist, weil ich viel zu schnell hin und her renne wahrscheinlich. Das ist hier im Raum. Oh shit. Das ist auf der... Scheiße. Ich glaube, mit dem Revolver kommen wir dann nicht weit bei dem Alien. Und jetzt? Ja, scheiße! Was mache ich denn jetzt? Wo ist denn das hin? Wartet schnell. Fuck, was muss ich jetzt machen? Hacken Sie den Aufzug, bla bla bla, okay. Ja, ich beeil mich am besten. Das ist hier, oder? Nee. Wo muss ich lang? Nein! Mach doch die Tür wieder auf! Ich weiß nicht, wo ich lang muss! Scheiße, einen Moment. Ich muss hier wieder raus! Lauf, 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 lauf! Von wo sind wir nochmal gekommen, ganz am Anfang? Hier. Verdammt! Und jetzt noch eins hoch, gell? Und noch eins hoch. Okay. Oh, jetzt muss ich auch noch hacken. Spinnt er? Als hätte ich jetzt Zeit für den Scheiß. Okay, okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ist gut. Auf. Und jetzt zum Aufzug. Ey, die Musik, die fehlt gerade alles, hab ich so viel. Oh, ist da unten! Was mache ich denn jetzt? Nein, no, das hab ich gesehen! Nein! Hey Leute, ich hab grad den Stuhl geschrottet. Nein! Okay. Oh Mann. Easy, ich muss die Kamera mal wieder richtig hinrichten. Ah, zu gut. Hier wird gerade neu. So, also. So, jetzt hab ich den Chef das nicht gekriegt. Jetzt hab ich den Zauberraum. Okay. Okay, wir müssen es nochmal probieren. Aktuellen Spielstand laden. Ich schrotte ich einfach den Stuhl. Also, ich hoffe, dass jetzt, Entschuldigung fürs Warten. Ich musste gerade mal der Stuhl besorgt werden. Aber das sieht man ja auch nicht alle Tage. Wo war ich denn geblieben? Ich muss den Code deaktivieren. Das will ich noch schaffen. Den Aufzug will ich noch hacken. Also, das war hier gewesen.
mal wieder runterkommen. Ey Leute, dafür gibt's doch sicher ein Like, ne? Ein Like für den Stuhl von meinem Kollegen. Der lacht sich auch gerade einer. Okay. Gut. Also, jetzt wieder kurz zusammenreißen. Hier hoch müssen wir. So, oh, warte ich mal. Ne, die geht nicht auf, dass die leuchtet. Wir müssen noch eins hoch, ne? So, jetzt nochmal hier das Ding hängen. Geguckt mit den unfairsten KI-Gegnern und da war das Alien hier von Alien Isolation war auch mit dabei gewesen. Die KI war irgendwie so gewesen, dass das... was geht denn hier ab? Hä? Nein, es hat mich entdeckt! Ey, da geht einfach auch die scheiß Pumpe, Mann. Okay, ich will das aber noch schaffen. Ey. Wie gesagt, ich habe da mal ein Video geguckt mit den unfesten KI-Gegnern. Und da war das Alien mit dabei gewesen. Weil der Computer tut irgendwie immer automatisch berechnet, wo du dich gerade befindest und schickt den automatisch in die Nähe des Alien. Und da das auch doppelt so schnell ist ungefähr wie wir und wir einfach absolut keine Chance gegen das haben, ist das natürlich extrem unfair. Und ich muss da wahrscheinlich noch so ein bisschen meinen Weg finden. So. Jetzt müssen wir da leider nochmal durch. Ich glaube, ich könnte jetzt auch abspeichern. Geht das? Ja. Ich speichere gerade hier ab. Da muss ich nicht jedes Mal die Sequenz nochmal neu laden. Falls ich sterben sollte. Ich habe zuerst noch so überdacht, hey Leute, vielleicht schaffen wir das Spiel ohne zu sterben. Kannst du denken? Ich frage mich, ob schlau ist jetzt sofort, sobald das Alien die Tür hochgeht. Sofort zum Aufzug zu rennen und ihn zu hacken. Okay. Oh. Vielleicht können wir damit was machen. Da können wir ja ein bisschen Ablenkungsmanöver starten und so. Hier ist der Aufzug. Aber ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, wie das geht.
Mittelstrom überhaupt? Oh fuck, ich glaube, der ist hier oben bei mir. Ich mach das nachher mal. Ich glaube, wenn der Herzschlag geht, dann ist... Wow, der ist hinten am Laufen. Scheiße. Oh, wir sind hier nicht geschützt. Nein, wo ist denn der? Die Schritte von dem Vieh, wenn es auf einem Zug herankommt. Bitte lauf! Es hat uns gesehen! Nein, das hilft nicht! Oh mein Gott, war das knapp! Scheiße! Wo ist das gerade? Oh Mann! Auf zum Aufzug, komm schon! Bitte, schaff es! Los! So? Mach! Wir haben es geschafft, Leute! Oh mein Gott! Scheiße! Okay. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. An der Stelle muss ich den Part leider beenden. Ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Teil wieder ein. Und wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Nia. Ciao.